professeur Constance Krüger, qui nous vient d'Allemagne. Elle est déjà venue aussi parler chez nous. Et vous avez beaucoup aimé sa conférence, enfin ceux qui étaient là. C'est pour ça que je me suis permis de lui demander de revenir. Elle est aussi vétérinaire, zoologue, chercheuse en comportementalisme animal. Tu m'arrêtes hein, si je dis des bêtises. Spécialiste pour les performances mentales des chevaux. Elle est professeure en détention de chevaux à la Haute École d'économie et d'environnement de Nürtingen, en Allemagne. Elle est également privadocent en zoologie à l'université de Regensburg. Stimmt das? Immer noch? Dans le passé, elle avait aussi géré un centre équestre. Donc, ce n'est pas seulement une universitaire, mais elle sait aussi de quoi elle parle. Elle a écrit plusieurs livres, dont un dont elle va vous parler tout à l'heure, le dernier qui vient de sortir. Si j'oublie quelque chose, tu peux rajouter sans ça. Merci. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici. Ich werde aber jetzt trotzdem Deutsch weiterreden, weil Deutsch meine Muttersprache ist. Dann bin ich noch etwas geschickter und in der Ausdrucksweise. Aber gerne auch die Diskussion nachher in Französisch. Je parle français un peu, so je pense que j'ai compris les questions. Quand tu veux donner les questions en français, s'il vous plaît. Das Thema heute ist Eingliederung in Gruppen und Sozialisierung. Und wir haben den ersten Vortrag sehr viel über Sozialverhalten erstmal gehört, weil wir uns ja jetzt über auch mit sozialen Gruppen beschäftigen wollen. Der nächste Vortrag jetzt geht gleich dazu über, sich mit Konfliktlösung zu beschäftigen. Barbara hat das gut vorbereitet, hat mir schon viel zugespielt. Gerade aus dem Grund sind wir ja hier eigentlich da, uns zu überlegen, dass es eben in manchen Fällen nicht so einfach funktioniert, manche Pferde einzugliedern. Das heißt, wir haben jetzt einfach das Thema Konflikt so als einer der zentralen Themen, würde ich sagen. Aber wir sollten uns auch immer wieder darüber im Klaren werden, dass Pferde sehr soziale Tiere sind und sehr gut sind in Konfliktlösungsstrategie, also überhaupt in Konfliktlösung. Deswegen würde ich jetzt gerne einfach schon mal wieder zum Thema Sozialisierung zurückkommen und würde gerne über ein paar Möglichkeiten sprechen, wie Pferde auch die Probleme selber lösen können. Auch das sollten wir nicht vergessen, beziehungsweise wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, die Konflikte selber auch lösen zu können. Kommen wir einmal, ich glaube, ich würde Sie gerne von Anfang an ein bisschen aktivieren. Was meinen Sie, wie könnten Pferde, wenn sie in neue Gruppen kommen können, Konflikte lösen? Einfach ein paar Ideen. Wir werden das danach mit Fleisch füllen. Was gibt es für Möglichkeiten? Ich schmeiße ein Pferd in eine neue Gruppe rein und dann? D'abord, il doit aller à la rencontre des autres. Et une résolution de conflit, comme dit tout à l'heure, il va éviter le conflit la plupart du temps, donc la fuite, si besoin. Mm-hmm. S'il y a suffisamment d'espace, il va rester à l'extérieur du groupe et gentiment se rapprocher en demandant la permission, en douceur. Perfect. Kommen wir zum Thema Raum und Platzangebot, dem wir einfach ganz, ganz wichtiges Thema erleben wir auch immer wieder. Hier vorne noch. Aha, okay. Also als erstes gibt es eine Blickkontaktaufnahme und eine visuelle Einschätzung der anderen vorhandenen Sozialpartner. Mhm. Super, gut. Also die ganz einfachsten ersten Mechanismen, wenn wir sagen Konfliktlösung, kann auch schon einfach mal sein, dass ich dem Tier einfach erstmal die Möglichkeit geben muss, mich langsam zu integrieren und Kontakt aufzunehmen. Damit werde ich mich noch viel mehr auch im zweiten Vortrag beschäftigen. Wir werden am zweiten Vortrag werde ich mich viel mit sozialem Lernen beschäftigen. Und gerade das soziale Lernen ist ein Aspekt, dass man wirklich, dass Tiere einfach auch die Möglichkeit haben, erstmal zuzuschauen
und sich dann zu überlegen, wie kann ich mich eigentlich selber da integrieren. Hier fange ich jetzt erstmal mit anderen Möglichkeiten an. Und Barbara hat das auch schon ein bisschen vorbereitet. Wir haben ganz viel jetzt schon über Dominanz gehört auch. Und ein Punkt müsste uns eigentlich auch klar sein, auf den ich jetzt noch kein eingehen wollte. Wie ich vorhin gesagt habe, unsere Pferde sind unglaublich sozial. Und sozial macht schlau. Warum? Warum macht sozial schlau? Warum sagen die Biologen, sehr soziale Tiere haben auch einen hohen Level an Intelligenz? Peut-être parce qu'ils doivent gérer beaucoup d'interactions différentes. Mhm. Viele unterschiedliche Interaktionen mit unterschiedlichen Interaktionspartnern, ja? Weil sie voneinander besser lernen können. Sie können voneinander lernen. Sie sind ein Umfeld, in dem man lernen kann. Perfekt. Also im Prinzip gibt es ganz viele Forschungsansätze, die gezeigt haben, hier haben wir zum Beispiel einen, der sich mit verschiedenen Affenarten beschäftigt hat, also Halbaffen oder sogar auch Menschenaffen, indem man festgestellt hat, dass man einfach mal das Gehirnvolumen der Tiere sich angeschaut hat. Und interessanterweise ist es tatsächlich so, dass eben mit zunehmender Größe der Gruppen dieser Affenarten auch das Gehirnvolumen messbar größer war. Und deswegen wird dieser Punkt eigentlich in der Biologie und in der Kognitionsforschung schon ganz lange diskutiert. Ein soziales Umfeld fordert eine gewisse Form von Intelligenz, weil man sich einfach immer wieder mit anderen Tieren auseinandersetzen muss, anderen Situationen, Konfliktsituationen, verschiedenen Paarungssituationen, Vorzüge für bestimmte Futtermittel, auch Zugänge zu verschiedenen Futtermitteln und so weiter. Das fordert viel und das fordert auch von unseren Pferden viel. Aber auf der anderen Seite können wir dann auch sagen, unsere Pferde können das eigentlich von Natur aus. Und das sollten wir eigentlich auch nie vergessen, dass wir da auch mit einem sehr intelligenten sozialen Tier zu tun haben, das von Natur aus eigentlich mit diesen Fähigkeiten ausgestattet ist. Ja, deswegen kann man die soziale Kognition, also das ist das nächste Forschungsfeld, das sich daraus entwickelt, dass wir uns überlegen, was können denn Tiere kognitiv, also mental, die in einem sehr komplexen sozialen Netzwerk leben müssen. Und wir wissen einfach, dass wir hier erst einmal, was wir schon bei Barbara gehört haben, die Organisation einer sozialen Gruppe ist sehr wichtig. Wir haben da Hierarchien, von denen wir gerade gesprochen haben. Wir haben aber auch soziale Banden, auch das hat Barbara angesprochen. Tiere sind miteinander verknüpft und können da verschiedene sich gegenseitig verteidigen und so weiter. Dann müssen wir aber auch sagen, die Tiere, müssen sich gegenseitig erkennen können. Wir brauchen Mechanismen der Individualerkennung. Auch das ist nicht selbstredend. Wir gehen davon aus, dass zum Beispiel Delfine wahrscheinlich nur ungefähr 20 Tiere wirklich genau individuell kennen. Von Delfinen gehen eigentlich viele Leute aus, dass es ziemlich intelligente Tiere sind. Da müssen wir uns überlegen, wie viele Pferde kennen denn Pferde wieder? Also wie gut ist die Individualerkennung? Pferde und Menschen zum Beispiel. Das ist, sollte man sich überlegen. Dann können sie sich selber erkennen. Wie sieht ihre Kommunikation aus? Wie kooperieren sie? Dann kommen wir hinterher zu dem Feld schon zu den Themen, wie können sie kontrollieren und intervenieren oder können sie vielleicht sogar trösten, beschwichtigen und wieder gut machen. Und damit sind wir jetzt im komplexen Feld auch der Konfliktstrategien und Konfliktlösung. Das heißt, gehen wir damit, was wir angefangen haben. Wir haben jetzt das Thema, wir wollen Pferde sozialisieren. Das heißt, wir sind jetzt gerade sogar auch in einem Spezialgebiet, in dem wir uns überlegen, Pferde, die wir jetzt in eine Gruppe wieder schicken wollen, sind vielleicht nicht so gut sozialisiert, haben das vielleicht nicht so wirklich gut gelernt als jungen Tiere, dann ist die Frage, wie gehen auch die anderen Mitglieder um? Wenn man sich jetzt dieses Bild hier anschaut, gibt es da eine ganze Menge Konfliktpotenzial schon auf diesem Bild. Sie haben hier einen Deckhengst, eine Stute, einen Fohlen.
Was für Konflikte sehen Sie hier auf dem Bild? Oder was für Konfliktpotenzial? Hormone und Triebe. Hormone und Triebe, ja, also beim Hengst auf jeden Fall gerade. Ja, bei der Stute auch. Ja. L'instinct maternel. Genau, die Stute steht deutlich vor dem Fohlen und möchte das beschützen. Ja, sonst noch was? Der Hengst hat da ganz andere Interessen. Der würde gerne nochmal Papa werden. Der lernt gerade ganz viel. Der kriegt eventuell auch gleich noch eine Abreibung, wenn die Stute jetzt gerade meint, nein, momentan ist noch nicht so weit. Also, wir haben im natürlichen Umfeld immer wieder massive Konflikte. So, dieser Konflikt, der kann mit einfach nur mal ein bisschen quietschen, rumschreien, wieder auseinandergehen, vorbei sein. Wenn die Sozialverhaltensweisen der Pferde stimmig sind, sie sich aufeinander eingehen, sie auch die Sozialverhaltensweisen kennen und lesen können, das ist auch einer der Punkte, die wir uns immer wieder im Kopf behalten müssen. Sind unsere Pferde genügend sozialisiert, dass sie dann überhaupt diese Signale verstehen? Wir haben hier ein Imponierverhalten vom Hengst, der möchte diese Stute beeindrucken. Wir haben hier aber auch schon eine leichte Drohung von der Stute. Auch schon leicht mal den Hintern zuschieben, ist auch schon da. Hier, hallo, noch einen Schritt näher und es knallt. Ist hier schon eine leichte Drohung von der Stute. Das sind ganz, ganz subtile Verhaltensweisen, die zwischen diesen Pferden jetzt gerade ausgetragen werden und innerhalb von Sekunden gelesen werden. Und das ist auch ein Punkt, der uns immer wieder klar sein muss. Pferde sind viel schneller und viel geschickter darin, Sozialverhaltensweisen zu sehen, zu lesen, darauf zu reagieren. Und wir als Menschen sind ganz häufig einfach zu langsam. Und daraus resultieren viele Probleme eigentlich auch, die wir jetzt dann haben im Training und in der Haltung. Und von den Pferden mit den Spezialfällen, mit denen wir uns heute beschäftigen, muss man auch davon ausgehen, dass wir mit einigen Pferden zu tun haben, die das nie gelernt haben, auch auf diese subtilen Sozialverhaltensweisen sie zu lesen, auf sie einzugehen. Okay, also was können denn Pferde so im Prinzip jetzt so einem Konflikt aus dem Weg zu gehen oder wie können sie es lösen? Das fragt sich natürlich auch die Forschung. Wir haben Kooperationen, auch schon kurz eben angesprochen wurde. Und zwar gibt es zum Beispiel Kooperationen zwischen Hengsten. Es ist durchaus auch natürlich, dass in natürlichen Gruppen mehrere Hengste vorkommen. So klassisch in den Lehrbüchern liest man eigentlich immer 3, 4, 5 Stuten, Nachzucht, ein Hengst. In natürlichen Verbänden gibt es bis zu 5 Hengsten. Das heißt, auch das ist natürlich, dass diese Hengste miteinander kooperieren können und sich abstimmen können und nicht sofort wie die Bullis aufeinander sich stürzen und sich um die Stuten treiben. Das heißt, sie können in Junggesellengruppen kooperieren, das heißt in den Gruppen, in denen die Jungpferde erstmal abwandern und dann hinterher Gruppen bilden oder sogar eben auch im gemeinsamen Führen von Harems. Auch das ist normal. Wir haben hier nur ein kleines, ich wollte gerne ein kleines praktisches Beispiel noch dazu geben, einfach auch von Kooperation von Junghengsten. Das hier ist eine Haltung von Przewalski-Hengsten in einem Naturschutzgebiet. Und dieses Naturschutzgebiet bestand früher eigentlich nur aus einem Waldgelände. Und dann hat man ziemlich schnell festgestellt, das reicht nicht als Futtergrundlage und hat ihnen dann ein neues Gelände dazugegeben. Und die Situation, die ich Ihnen jetzt vorstelle, ist, dass diese Gruppe von Junghengsten hier oben in dieses neue Gelände reingelassen wurde. Und interessant dabei ist, wie verhalten sich dabei, weil wir haben jetzt eine Konfliktsituation. Sie sind in dem normalen Gelände, haben sie so ihre Dominanz aufgebaut, ihre Gruppe aufgebaut und auf einmal ist alles anders. Sie sind in einem Gebiet drin, sie werden umgesiedelt sozusagen, auch wenn es nur von einer Haustür zur anderen ist, aber für das Pferd ist es trotzdem jetzt ganz was anderes. Und was man dann erstaunlicherweise sieht, wir haben uns angeschaut, wie häufig werden Gruppenbewegungen angeführt. Im alten Gelände und im neuen Gelände. Und Sie haben hier alle Gruppenmitglieder aufgelistet und Sie haben die Gruppenbewegung, das Anführen von Gruppenbewegungen auf der neuen Fläche und auf der alten Fläche. Die alte ist hier beige-gelb und die neue ist hellgelb.
Und wie man hier sieht, das Anführen der Gruppe über die einzelnen Tiere dreht sich eigentlich um. Die Pferde, die früher häufig angeführt haben auf der alten Fläche, sind dann auf der neuen Fläche eigentlich eher passiv. Und der vorher eigentlich ziemlich passiv war, ist auf der neuen Fläche auf einmal extrem aktiv. Warum? Das ist die Frage, die dahinter steht. Warum ändern diese Gruppenmitglieder ihr Verhalten? Und das lässt sich bei dieser Gruppe Schweizgehengste relativ einfach auch mit der Dominanz erklären. Ich gehe nochmal zurück, das ist, glaube ich, einfacher hier. Das dominanteste Tier in dieser Gruppe ist dieses hier, Marlon. Und das normale Verhalten in einer Hengstgruppe ist, dass eigentlich die ranghöchsten Tiere passiv sind. Häufig denken viele immer, der aggressivste ist der ranghöchste. Und das stimmt nicht. Das sind meistens eher so mittelrangige Pferde. Die kriegen von oben ab und geben nach unten weiter. Das sind eigentlich die aggressivsten in der Gruppe. Und wirklich die ranghöchsten, das sind die ganz coolen. Die haben es gar nicht mehr nötig, da jetzt groß zu kämpfen. Die halten sich meistens am Rand, ein bisschen abseits, beobachten ihre Gruppe. Und wenn sie dann Hunger haben, dann gehen sie zum Fressen und fragen auch nicht groß nach. Und daran erkennen sie den Ranghöchsten, weil alle anderen weichen aus. Der braucht gar nicht mehr groß zu diskutieren. Und hier ist es aber so, der hat natürlich ganz viel Benefit, das, was Barbara vorhin auch erzählt hat. Der Große ist positive, er kann sich das Futter holen, wann immer er Lust hat und es braucht. Er geht zum Wasser, wenn er Durst hat. Er beansprucht Stuten, die er gerne decken möchte für sich. Aber er muss auch ein bisschen dafür bezahlen. Und das Bezahlen ist, dass er eben in Krisensituationen die Leitung übernimmt und dann eigentlich den anderen Backup gibt. Und das kann man auch ein bisschen am Stresslevel der Tiere sehen. Wir haben bei dieser Integration dann auch noch Stresshormone im Kot gemessen. Und wir haben das hier, bevor die in das neue Gehege kamen, ist die Grundsituation bei dem Einlassen in das neue Gehege einen Tag danach und zwei Tage danach. Und ganz, ganz auffällig, Sie sehen hier einen Peak. Und das ist wieder Marlon. Der gleiche wie am Vortag. Das heißt, Marlon hat hier ein bisschen Stress. An dem Tag der Gehegeerweiterung. Aber was halt interessant ist, er puffert den Stress für alle anderen ab. Die anderen laufen ihm hinterher und können quasi diese Situation nutzen. Kommen wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir noch einmal unser Thema heute auf, wenn wir Pferde in eine neue Gruppe zum Beispiel integrieren. Wie könnte ich mir das jetzt zunutze machen, wenn ich weiß, dass ein ranghöheres Pferd den Stress abpuffern könnte für andere, die in eine neue Situation kommen, in ein neues Gehege, in eine neue Gruppe, was auch immer. Was wäre jetzt meine Aufgabe vielleicht als Stallhalter? Vorschläge. Vielleicht, dass der Ranghöchste sich mit dem neuen Pferd zuerst kennenlernt. Perfekt, genau. Ich könnte dem neu zu integrierenden oder dem zu sozialisierenden Pferd vielleicht die Möglichkeit geben, sich erst mit einem anderen ranghohen Pferd auseinanderzusetzen, sozialisieren und mich dann an den dranhängen, so dass ich die zwei dann hinterher zusammen in die Gruppe schicke. Wäre eine Möglichkeit, was man, um diesen Faktor nutzen zu können für Integrationen hinterher. Okay, wir haben aber auch Kooperationen zwischen Stuten. Wir haben ja jetzt erst einmal nur über Hengste gesprochen. Auch Stuten kooperieren miteinander. Es wurde nachgewiesen, dass sie zum Beispiel auch Fohlen zusammen verteidigen. Das heißt, wenn wir uns im natürlichen Setting das anschauen, haben Fohlen von kooperierenden Stuten bessere Überlebenschancen als Fohlen von nicht kooperierenden Stuten. Und was auch interessant ist, es gibt auch Literatur dazu, die sogar sagt, dass Pferde und Stuten sogar auch kooperieren, um Hengste abzuwehren. Dass auch hier tatsächlich eben ranghöhere Stuten einschreiten, wenn die zu ihnen verbundenen Stuten von Hengsten ziemlich arg bedrängt werden. Hier haben wir jetzt ein Sozialverhalten, was vorhin im Vortrag schon kurz angesprochen wurde, die soziale Fellpflege.
Mutual Grooming in Englisch genannt. Das ist eine der Schlüsselverhaltensweisen, mit denen eigentlich Paarbindungen aufgebaut werden. Einfach die Wahl, sich mit bevorzugten Partnern Fellpflege zu betreiben. Und da spielt die Dominanz natürlich auch mit rein, wie Barbara auch erzählt hat. Auch hier haben wir dann eben Tiere, die sich dann das auch einfordern, dass sie Fellpflege bekommen. Aber in der Hauptsache haben wir eigentlich Pferde, die sich besonders gerne mögen, die miteinander soziale Fellpflege betreiben. Das ist eine der Verhaltensweisen. Aber aus der eigenen Erfahrung von Ihnen, sieht man das bei allen Pferden oder in allen Gruppen häufig, dass Pferde zusammenstehen und sich beknabbern? Mal so kurz im Kopf durchgehen, sehe ich das zu Hause häufig, immer nur beim Gleichen oder nicht? Wer hat da schon mal genauer hingeguckt? Gerne nach. Chez moi, c'est pratiquement permanent, c'est toute la journée, il y a ou un ou l'autre, ou des fois deux poulains qui grooment un hongre, ou, c'est vraiment très fréquent. Okay. Ein Beitrag hier vorne vielleicht noch? Sie auch noch was dazu sagen? Also bei unserer Gruppe bei uns zu Hause in der Gruppe kann man gut beobachten, dass einige, die machen viel Fellpflege und andere, die machen viel weniger. Mhm. Aber man sieht es viel, aber oft von denselben. Genau. Souvent entre partenaires préférés. Perfekt. Nur mit bevorzugten Partnern? Also ich habe das einmal erlebt, dass ich ein Pferd integriert habe, ein neues, und das hat sofort einen Partner gefunden und die haben Fellpflege zusammen gemacht, sofort. Okay, also was jetzt schon gut rauskam, ist es ganz unterschiedlich. Wir haben wirklich manche, die stehen permanent zusammen und betreiben Fellpflege. Wir haben einige, die machen das nie, und das ist sogar auch ziemlich unterschiedlich zwischen verschiedenen Gruppen. Wir haben manchmal Pferdegruppen, in denen ganz viel soziale Pferdepflege betrieben wird und andere Pferdegruppen fast nie. Auch das ist sehr unterschiedlich und das sieht man sogar, wir haben seit vielen Jahren auch verwilderte Pferde beobachtet, in dem quasi eine große Herde von 200, 400 Pferden waren das, in vielen Untergruppen, und die konnten sich mischen und zusammenleben, wie sie wollten. Auch da hatten wir Gruppen, in denen viel Fellpflege stattgefunden hat und in welchen, in denen fast keine soziale Fellpflege stattgefunden hat. Das heißt, dieses Verhalten ist bei Pferden relativ selten. Bei Affen haben sie das nicht so. Affen sitzen den ganzen Tag da und lausen die um sich drumherum. Das heißt, wir müssen eigentlich, wenn wir uns überlegen müssen, wie haben wir Banden zwischen Pferden und wie können wir diese nutzen auch noch hinter zur Integration, uns überlegen, welche sozialen Verhaltensweisen können wir denn beobachten, um zu schauen, ob Tiere sich miteinander verstehen und ein soziales Sozialverhalten aufbauen, eine soziale Bande aufbauen. Und da haben wir zusätzlich zur Zellpflege eigentlich einfach auch noch freundliche Annäherungen. Das heißt, Pferde gehen einfach freundlich auf andere zu und der andere bleibt stehen. Und da benutzen wir, wenn wir mit Studenten arbeiten, immer den zweiten als Indikator. Nicht das Pferd, was sich annähert. Es ist viel einfacher, auf das zweite Pferd zu achten, weil sie haben eine Annäherung und sehen als Mensch gar nicht so irre viel. Und der andere haut sofort ab. Denken Sie, okay, das war scheinbar nicht freundlich gemeint. Das andere Pferd liest diese Signale viel schneller und viel eindeutiger, als wir als Menschen das häufig tun. Dann sieht die nächste Situation sieht fast gleich aus, aber das zweite Pferd bleibt stehen und begrüßt den eigentlich freundlich und so weiter. Deswegen benutzen wir als Studenten immer das zweite Pferd auch als Helfer, um soziale Interaktionen einzustufen. Das heißt, auch da muss man genau zuschauen, das Ende der Interaktion auch abwarten, um einstufen zu können, mögen diese Pferde sich oder mögen die sich gar nicht. Okay, aber Paarbindungen sind natürlich deswegen auch wichtig und diese brauchen wir auch wieder in der Gruppe und wollen wir, wenn wir Pferde jetzt integrieren, natürlich genau das ja auch auslösen, dass die Tiere in der Gruppe ankommen, Paarbindungen aufbauen. Und wir haben ja vorhin auch schon gesagt, wir könnten ja auch Pferde zusammen zum Beispiel auch in eine Gruppe integrieren. Wenn man ein ranghohes Pferd mit einem rangniederen in eine Gruppe integriert, kann man natürlich auch schauen, dass man Paarbindungen aufbaut und aneinander gebundene Pferde. Interessant, wir haben uns dann auch noch mal bei einigen Pferden angeschaut, wer
kann denn eigentlich auch Paarbindungen verteidigen? Das heißt, gehe ich noch einmal auf dieses Bild zurück, sorry. Was man manchmal sieht in der Natur, Sie sehen zwei Stuten stehen da, betreiben soziale Fellpflege. Auf einmal kommt ein drittes Pferd von hier hinten und tritt einen weg von diesen Zweien. Sieht man in Stutengruppen immer wieder. Und wir haben auch erst da gestanden und gesagt, hey hoppla, was geht denn jetzt da ab? Vor allen Dingen, wer ist das, der von außen da reinkommt und einen von denen wegtritt? Und warum hat er das Recht dazu und warum macht er das? Und was wir dann später gesehen haben, wenn wir hier von einem sozialen Netzwerk reden, Sie haben hier eine Netzwerkgrafik, in dem jeder Punkt eigentlich ein Gruppenmitglied darstellt, kann man diese Pfeile hier so verstehen, das sind einfach die Anzahl der Interaktionen, die ausgetragen werden. Und das sind nur die freundlichen Interaktionen, die in einer Gruppe ausgetragen wurden. Soziale Fellpflege, freundliche Annäherung, zusammen grasen, zusammen schlafen zum Beispiel. Sieht man hier zum Beispiel ein Pärchen, 16 und 5. Die tauschen ganz, ganz viel freundliches Verhalten aus in beide Richtungen. 16 auf 5 und 5 auf 16. Jetzt haben wir aber zum Beispiel auch noch hier die 9, die mag die 16 scheinbar auch ziemlich gerne. Aber kriegt von der 16 fast nichts zurück. Und so kann man sich dann schon das auch visuell aufbauen, wenn man einfach eine Weile Verhaltensweisen ausgezählt hat. Und was man hier immer wieder sieht, das ist dann eben tatsächlich, wenn wir jetzt in dieser Situation jetzt hätten, dass sie hier die 16 mit der 9 oder die 9 mit der 5 ganz viel soziale Fellpflege betreibt, dass auf einmal einer dieser Partner dann kommt und einschreitet und sagt, hey, halt, stopp, mein Partner. Und tatsächlich den anderen in die Pampa schickt und sagt, hier, geh, das ist mein sozialer Partner. Man kann sagen, Pferde sind eifersüchtig, könnte man sagen, darf man natürlich nicht zu stark vermenschlichen. Eifersucht beim Mensch hat noch ganz andere Komponenten als beim Pferd, aber die einfachste Variante sehen wir hier tatsächlich auch. Das macht auch aus biologischer Sicht ganz, ganz viel Sinn, weil Paarbindungen sind wertvoll. Ich kann mich zusammen mit meinem Partner verteidigen, ich kann zusammen meine Jungen aufziehen, ich kann als Hengst eine Allianz bilden, mich mit gegen andere verteidigen. Das heißt, es macht für Pferde Sinn, ihre Paarbindungen zu verteidigen. Das ist auch eine Konfliktlösungsstrategie. Die Pferde hier eben tatsächlich fahren, die wir aber zulassen müssen, wenn wir Pferde in Gruppen halten. Wir müssen ihnen die Möglichkeit geben, Paarbindungen aufzubauen und diese zu verteidigen. Also nicht ganz schrecklich, dass da jetzt wirklich einer dazwischen geht, wenn andere sich beknabbern, sondern ganz normal. Ich weiß noch, damals ging es durch die Presse, als wir das publiziert haben. Oh, Frau Krüger sagt, Pferde sind eifersüchtig. Und dann kam sofort, ja, so schrecklich, ne? Eifersucht ist ja was ganz Negatives beim Mensch. Und ich habe immer gesagt, naja, also ganz ehrlich, wenn mein Partner gar nicht eifersüchtig wäre, fände ich das auch irgendwie ein bisschen komisch. Also, auch was ganz Normales. Aber wir haben natürlich auch noch andere Konflikte. Und da jetzt noch etwas auch komplexere Formen der Konfliktlösungsstrategien. Das heißt, wir haben Pferde, die sich immer mal wieder in die Haare kriegen. Sie haben hier zwei Haremshengste, Harems sind sich ein bisschen zu dicht gekommen. Was man da auf einmal auch sieht, auch diese zwei kämpfenden Pferde wurden getrennt von einem dritten Hengst, der sich aus einem anderen Harem gelöst hat und von außen reingekommen ist. Und das heißt, wir haben das beim Pferd relativ häufig, dass wir Pferde haben, die entweder zwischen freundliche Interaktionen dazwischen gehen, da trennen, oder sogar auch bei aggressiven Interaktionen und auch hier den Streit schlichten. Was wir bei hier in diesem Fall, hier haben Sie wieder eine Gruppe Junghengste, schon von bei Schewalzke-Hengsten, da haben wir das sogar sehr häufig gesehen. Diese Gruppen Junghengste, Schewalzke-Junghengste werden häufig von den Zoos in Gehegen gehalten und da kommen dann immer wieder neue Junghengste dazwischen.
die Situation haben wir hier auch. Das hier ist ein neuer Junghengst, der in diese Gruppe reinkam. Die ganze Gruppe stürzt sich drauf. Und da kann ich nur sagen, bei Czewalskis geht diese Situation ganz anders ab als beim Hauspferd. Beim Hauspferd ist das meistens 10 Minuten, vielleicht ein bisschen Gequietsche, wenn es gut geht. Und dann ist die Situation geregelt. Bei den Czewalski-Hengsten ging das 2 Stunden mindestens, dass sie wirklich von der gesamten Gruppe attackiert wurden. Und hier haben wir jetzt auch einen, der den Neuling in die Fittiche nimmt und verteidigt und jetzt eben über den hier quasi auch sogar rüberbeißt. Und wir haben uns das hier mit denen auch dann noch ein bisschen genauer angeschaut. Ich muss mal schauen, ob das Video läuft. Das war eigentlich ein Video. Ist leider nicht getestet gestern. Schauen wir, ob es hier geht. Nein. Ich fürchte, das ist nicht eingebettet, oder? Okay, dann erkläre ich es. Ich bin sowieso, glaube ich, über die Zeit schon gut drüber. wir schicken das nach. Sie haben auch hier eben eine ähnliche Situation. Auch hier löst sich dann tatsächlich aus der Gruppe, gehen wir auf das wieder zurück, der Streitschlichter raus und verteidigt den Neuen. Und interessanterweise, wir haben uns natürlich gefragt, warum im alles in der Welt macht der das eigentlich? Weil er würde doch eigentlich, wenn er sich dazwischen stürzt, dann auch riskieren, dass er eine kräftige Abreibung abkriegt. Und wir haben dann erwartet, dass es nur die ranghöchsten Pferde sind, die das machen. Und das hat sich tatsächlich nicht erwiesen, sondern wir haben eher mittelrangige Pferde gehabt, die das eigentlich auch über ihr ganzes Leben lang gemacht haben. Und wir haben festgestellt, dass die auch nicht besonders schnell im Rang aufgestiegen sind. Das heißt, Rang kann hier eigentlich keine besonders große Rolle gespielt haben, sondern es scheint irgendwie so eine Art sozialer Faktor zu sein. Also bestimmt besonders soziale Tiere, die hier einschreiten. Das hier war Dimitri, der hat das ein ganzes Leben lang gemacht, immer wieder bei allen Integrationen. Er hat diese Rolle übernommen des Streitschlichtens, hat sich zum Teil dann auch den Neuling geschlappt und ist mit dem 2 Stunden irgendwo im Wald verschwunden und ist dann mit dem zusammen wieder in die Gruppe zurück. Und interessant ist einfach, warum könnten sie das gemacht haben? Einerseits natürlich, um Aggression in der Gruppe zu dämpfen. Und davon hat jeder was in der Gruppe. Weil Aggression in einer Gruppe, die sich potenziert, ist immer schlecht, weil irgendwann explodiert es und dann brechen die Gruppen auseinander, jeder kriegt was ab. Deswegen ist das auch von besonders sozialen Tieren, lohnt sich das eben auch da einzuschreiben. Gleich zu sagen, hey, stopp, lass den mal in Frieden. Auch sowas machen Pferde. Und was sie auch haben, sie sammeln damit auch zukünftige Sozialpartner ein. Das heißt, sie bauen dann auch zu diesen Neulingen gute soziale Banden ab, verknüpfen sich gut mit denen, um dann hinterher weiter mit denen dann auch unterwegs zu sein. Gut, also Streitschlichten haben wir als eine echt gute Konfliktlösungsstrategie. Leider finden wir nicht in allen sozialen Gruppen Streitschlichter, aber immer wieder. Und wenn Sie so einen haben in Ihrer Gruppe, dann haben Sie echt gute Karten, weil der wird auch bei jeder Integration dazwischen gehen und dem Neuling helfen, um da eben die Streithansel ein bisschen auseinanderzutreiben. Und unsere Hauspferde machen das ganz genauso. Auch da habe ich das immer wieder gesehen. Dann haben wir auch noch andere Streitschlichtungsmöglichkeiten beim Pferd. Hier gibt es erstmal ein paar Bilder von Primaten und anderen Tieren, weil aus der Richtung kommt die Forschung um die Konfliktlösung. Das heißt, man hat relativ schnell festgestellt, dass Primaten sich gegenseitig trösten können. Trösten heißt die Nähe eines anderen Tieres suchen, der vorher Stress abbekommen hat, also Konflikt in einer Konfliktsituation war, und einfach die Nähe suchen und bei ihm bleiben. Dann haben wir einige Tiere, die hier eben auch beschwichtigen. Das heißt, beim Hund sieht man das total häufig. Wenn Sie das Glück haben, mehrere Hunde zu haben, dann werden Sie das kennen, dass einer Ihrer Hunde immer wieder dann eben dazwischen geht, wenn die anderen sich raufen und dann hier so ein Konfliktlösungsverhalten, Zunge rausstrecken, so ein bisschen unterwürfige Geste, dem Aggressor gegenüber so, hallo, schon gut, ne, lass mal gut sein. Was Ähnliches, die Frage, gibt es das beim Pferd auch eben? Und dann haben wir noch eine sehr komplexe Verhaltensweise, die Wiedergutmachung. Die wurde auch das allererste Mal bei Primaten beschrieben. Und zwar
in den Niederlanden in einem Zoo in Arnheim, hat De Waal das beschrieben, der festgestellt hat, es gab so eine Situation, Mama hat ein Baby auf dem Arm, Primatenmama, eine Schimpansin, ein Jungtier kam an und fing an, dem zu piesacken, das Jungtier. Dann wurde das Muttertier total aggressiv, hat den anderen weggetrieben. Der saß dann hinter einem Eck und hat geschrien und bereut. Und nachdem er dann lang genug da gesessen hat, geschrien hatte, durfte er wieder zurückkommen und wurde von der Mutter gestreichelt. Wer von Ihnen beschäftigt sich mit Natural Horsemanship Training? Wem kommt das irgendwie bekannt vor? Dieses Konzept. Sie was dazu? Im Prinzip ist das genau einer der Schlüsselfaktoren von Natural Horsemanship Training von Monty Roberts. Ein Tier benimmt sich daneben, er muss gehen. Ich schicke den erst einmal weg und lasse den vielleicht auch ein paar Runden laufen in beide Richtungen, sodass er merkt, er kommt mir auch nicht aus. Bis er dann anfängt, Kopf und Hals zu senken und die Zunge raussteckt und zu lecken und zu kauen. Und das wird dann eben im Natural Horsemanship Training auch als Unterlegenheitsgeste oder als Bereuen eingestuft. Dann drehe ich dem die Schulter zu und er darf kommen. Genau das Gleiche. Und als ich das damals gelesen habe, habe ich gedacht, Moment mal, das machen wir doch im Training eigentlich auch. Das heißt, unsere Pferde müssten dieses Verhalten auch kennen. Und das ist immer das, was wir uns fragen müssen. Das, was wir im Training nutzen, funktioniert nur dann, wenn das auch eine Verhaltensweise ist, die das Pferd kennt und versteht. Und tatsächlich gab es dann eine italienische Studie von Cozzi et al., Paolo Baracchi war auch einer der Co-Autoren da, der jetzt an der Universität Pisa arbeitet, die dann tatsächlich festgestellt haben, dass wir diese drei Verhaltensweisen beim Pferd auch sehen können. Pferde trösten, sie beschwichtigen und sie machen auch sowas wie Wiedergutmachung. Das heißt, einen Aggressor wegschicken und wenn er dann wieder kommt, sind sie wieder freundlich zu dem. Also haben wir tatsächlich sehr, sehr komplexe Konfliktlösungsstrategien, die Pferde natürlicherweise kennen, um hinterher wirklich gut funktionierende Gruppen dann hinterher aufzubauen. Ich glaube, das ist sogar meine letzte. Ja, genau. Ja, wie viel? Meine Zeit ist um wahrscheinlich, oder? Gut. Müssen auch jetzt noch, wir haben den ganzen Tag noch, können noch viel diskutieren. Wir haben auch schon einiges mit eingenommen. Aber nur so als kurzes Wort noch, wir haben viel davon, wenn wir es wirklich schaffen, die Pferde ihre Konflikte selber lösen zu lassen. Vor allem dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, sind wir häufig als Menschen einfach viel zu langsam und sehen viel zu wenig. Und wenn wir das schaffen können, dass unsere Pferde ihr normales Sozialverhalten aufbauen und ausleben können, läuft das meistens schneller, präziser und konfliktfreier ab. Deswegen das auch noch als eine der Grundlagen. Ja, von mir gibt es auch noch einen Buchtipp, nämlich das Buch, was wir gerade selber rausgebracht haben. Auch da wäre es leider aber nur deutschsprachig bis jetzt. Wir haben auch sehr viel über Intelligenz, Sozialverhalten und Training geschrieben. Kann ich empfehlen. Ich habe sogar noch ein paar Exemplare auch mit dabei. Ist gerade im Juni rausgekommen. Wenn Sie davon eins erwerben wollen, können Sie das gerne tun. Aber insofern jetzt erstmal Schluss. Wir haben dann noch weitere Vorträge. Okay, merci beaucoup, Constance.